Ja, ich habe mich geschnitten. Ich habe keine Handschuhe angezogen. Ich hoffe, mit allem rechnen sozusagen. Also irgendwann werden die Flächen halt unbefahrbar, ne? Scheiße, Stress. Da kann so viel passieren. Das ist ja so viel, was sich hier dreht und sich bewegt. Aller Spaß, Mann, einfach. Ich hab da richtig Bock zu. Häcksler fahren ist schon, da träumen viele von. Wieder einer versaut. Für die Landwirtschaft. Fünfte Jahreszeit ist hier das Maishäcksel. Was kann es Schöneres geben, als auf dem Sonntag hier so schön vernünftigen grünen Mais zu häckseln? Schwanewede, 30 Kilometer nordwestlich von Bremen. In wenigen Tagen startet die Maisernte. Schon seit Mitte August treffen sich Jan und Dirk mehrmals die Woche. Wie lange warst du denn gestern noch hier? Bis um 10, glaube ich. Der Sommer 2022 war besonders heiß und trocken. Der Mais ist reif und muss ab. Mit einem so frühen Erntestart haben Jan und Dirk nicht gerechnet. Nee. Wir sind schon echt sehr früh dran. Im Normalfall ist ja so irgendwo Mitte September irgendwo auf unserem Standort und fängst du an, aber kannst du nicht mit rechnen. Das ist eine rein wetterabhängige Geschichte. Das ist nicht mehr zu retten dann. Auch Christian und Steffen gehören mit zu der Crew. Die Jungs nehmen sich jedes Jahr Urlaub von ihren eigentlichen Jobs, denn wenn der Mais reif ist, packt sie das Erntefieber. Der Fuhrpark gehört ihrem Chef. Er besitzt einen Handel für Landmaschinen. Anders als die großen Lohnunternehmen ist die Freunde-Crew aber nur mit zwei Häckslern und ein paar Treckern unterwegs. Das Wichtigste, alle Maschinen müssen die nächsten Wochen durchhalten. Dauereinsatz in Staub und Dreck. Der ist fest. Ja, die Deckel sind alle fest. Deckel sind fest. Diese sind fest, die habe ich nachgezogen. Die hast du nachgezogen? Den hast du fest, ne? Den habe ich fest, Kabel ist angeschlossen. Ja. Kann ja jederzeit losgehen, wenn jetzt einer anruft und sagt, oh Leute, ich habe mir Mais angeguckt, morgen häckseln. Dann können wir nur absagen, weil das schaffen wir auch nicht bis morgen. Aber ja, Sonntag, Montag, Dienstag, glaube ich, die erste Kunde. Also wir müssen Gas geben, dass wir es fertig kriegen, ja. 6 Stunden später, 21 Uhr. Eigentlich wollten die Jungs schon längst im Feierabend sein, doch es gibt ein Problem. Der Auswurfturm ist kaputt. Nach einer Routinewartung kann Jan ihn nicht mehr zurück auf den Anschlussstutzen setzen. Ohne Auswurfturm kein Häcksler-Einsatz. Es droht ein finanzieller Verlust. Mehrere tausend Euro pro Tag und jede Menge Ärger mit den Kunden. Im schlimmsten Fall Totalausfall. Und Totalausfall heißt keine Einnahmen. Keine Einnahmen heißt, ja, die Häcksler müssen ja auch bezahlt werden, ne? Wollen wir mal eben ein bisschen hin und her drehen und spielen dabei? Fehlersuche, Dichtringe, Sensor, Verschraubungen, alles muss kontrolliert werden. Alles, was geht, versuchen wir natürlich auszumerzen. Klar, dass uns bei der Ernte nichts anscheißen kann. Jede Stunde kostet irgendwie Geld und wenn das nicht weitergeht, das ist scheiße. Wir wollen ernten und wir wollen es schaffen und wir wollen Qualität abliefern und nicht rumschrauben. Deswegen müssen wir es vorher alles in Gang kriegen. Dann ein Hoffnungsschimmer. Die Neujustierung der Schrauben könnte geholfen haben. Ich denke, der ist jetzt langsam wieder drauf. Ich kann das nicht genau sehen, aber ich denke schon. Oder sie sind zumindest in den letzten Zügen. Der Turm sitzt endlich wieder. Und funktioniert. Du musst ja mit bestem Equipment in der Ernte starten, weil sonst hast du von vornherein schon Scheiße. Das kannst du komplett knicken. Also du kannst nur losfahren, wenn es alles astrein läuft. Vorbereitung ist alles. Einige Tage später, 7 Uhr morgens, Erntestart. Auf los geht's los. Maisernte 2022 geht los. Christian ist schon unterwegs mit seinem Häcksler, der ist ein bisschen eher heute losgefahren. Die sind ein paar Orte weiter. Ja, der hat noch ein paar andere Kunden auf dem Zettel. Also wir teilen uns immer so ein bisschen auf. Bringt ja nicht so mit zwei Maschinen irgendwo gleichzeitig unterwegs. So, starten. Los. Heute stehen 4 Kunden auf dem Zettel. Die Landwirte entscheiden kurzfristig, ob ihr Feld reif ist für die Ernte.
Daher sprechen sich die Jungs jeden Abend zuvor ab, welcher Häcksler und Trecker wo benötigt wird. Erster Einsatz für heute. Das Feld gehört einem Landwirt in der Nachbarschaft. Anhäckseln. Damit ist die erste Umrundung eines neuen Feldes gemeint. Für Jan bedeutet das höchste Konzentration. Dass ich nichts stehen lasse, dass ich sauber die Pflanzen runterhole, dass ich nirgendwo gegenballert. Ich muss auf Steine achten, auf irgendwelche Wurzeln, dass ich da nirgendwo vorknall und alles kaputt fahre. Ich darf mit dem Turm nicht in den Bäumen hängen bleiben. Also das ist schon so ein Zusammenspiel vom Ganzen. Besonders wichtig, die Abstimmung zwischen Jan im Häcksler und Steffen auf dem Trecker muss stimmen. Beide achten darauf, dass möglichst wenig Mais daneben geht. Man weiß ja auch nie, was passiert. Es kann immer zwischendurch mal sofort ein Stopp sein, weil irgendwas ist, weil ein Fremdkörper vielleicht sogar ein Tier ins Maisgebiss gesprungen ist oder ja, halt ein großer Ast in Mais gefallen ist, wo man dann vorbremsen muss. Und das ist halt immer was anderes, ne? Ist der Wagen von Steffen voll, fährt er das Häckselgut zum Hof. Jetzt übernimmt ein zweiter Trecker. Den fährt der Landwirt selbst. So kann Jan mit dem Häcksler ohne Zeitverlust weiterarbeiten. Eigentlich arbeitet Jan nicht in der Landwirtschaft. Beruflich schult er Fahrer für große Baumaschinen wie Bagger, Radlader oder Muldenkipper. Trecker fährt er schon seit seiner Kindheit. Er liebt die großen Maschinen. Häckslerfahren finde ich persönlich noch ein bisschen anspruchsvoller. Und ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr auf die Straße rumzueiern. Dieses Geschüttel und dann hast du ständig irgendwelche Autofahrer, die so gar kein Verständnis dafür haben, dass jetzt Ernte ist. Also es macht auch Spaß, aber mir macht es weniger Spaß auf dem Trecker als auf dem Häcksler. Stopp! Etwas stimmt nicht. Eine Blockade am Maisgebiss. Ah, ich habe einen Fresser. Der hat hier vorne gekaut. Einmal reversieren. Eine Verstopfung an den Messern. Jan lässt die Teller rückwärts drehen. Es hilft nichts. Das Maisgebiss läuft nicht mehr rund. Jetzt bloß keinen Schaden. Hübi, wir müssen mal mit ihm gucken, da der mittlere große Teller, der will nicht so richtig. Hallo? Jetzt muss ich einmal runter. Hoffentlich ist kein Stein oder ein anderer Fremdkörper zwischen die Teller geraten. Stopp, hier ist auch viel Kraut zwischen. Hier, Unkraut, das, was da nicht rein soll. Zum Glück kein Stein. Muss aufpassen, der Mais ist scharf. Natürlich keine Handschuhe an. Da soll ich noch mal versuchen, oder? Du guckst eben. Scheiße. Ja, ich hab mich geschnitten. Ich hab keine Handschuhe angezogen. Nix, alles gut. Hört gleich wieder auf. Jo, weiter geht's. Das kann mal vorkommen, wenn man hier reinguckt, da ist halt viel Kraut drin, ne? Und dann kann das schon mal passieren. Ist halt nervig, sowas. Etwa 10 Minuten hat der Zwischenfall gekostet. Zeit, die Jan und Steffen wieder aufholen müssen. Hat das jetzt aufgehört zu bluten? Immer noch nicht.
So ist das, wenn man keine Handschuhe trägt, ne? Selbst schuld, Soldo. Bei drei Landwirten müssen Jan und Steffen heute ernten. Gefahren wird so lange, bis alles ab ist. Wie jedes Jahr ist der Zeitplan eng. Denn ist der Mais reif, wollen alle Landwirte ihren Mais häckseln. Für die Crew bedeutet das Wochenendarbeit und Nachtschichten. Trotz Zeitdruck, Frühstückspause. Für Landwirt Hans Martin und Sohn Jannik ist eine gute Verpflegung der Erntehelfer wichtig. Schönste Teil einer ganzen Ernte. Zusammensitzen und schön Kaffee trinken und futtern. Auch Jans Wunde wird hier versorgt. Ich will hier den ganzen Häcksler voll bluten. Hans Martin kennt die Erntejungs aus der Nachbarschaft schon seit ihrer Jugend. Jungs, die auf Landwirtschaft Spaß haben und einmal Trecker gefahren haben, die sind von klein auf dabei. Also, mitunter kann ich sagen, wieder einer versaut für die Landwirtschaft. Das ist ein Stück weit Leidenschaft, wie Hans Martin schon sagte, wenn du damit groß wirst, das sitzt drin. Und eigentlich kann man da gar nicht mit aufhören. Da ist man reingewachsen. Die Menschen machen halt viel aus. Und ich sag mal ganz ehrlich, nach 4 Wochen Ernte sagst du auch, das war das letzte Mal, ich habe keinen Bock mehr, weil du komplett gerädert bist. Aber spätestens, wenn der Mais im 9. Jahr wieder im Boden ist, dann fängst du wieder an zu fiebern. Zehn Kilometer entfernt. Christian ist mit dem großen Häcksler für einen anderen Kunden im Einsatz. Eigentlich hat er einen Bürojob als Disponent für eine Spedition. Für die Maisernte nimmt er sich extra Urlaub. Mit an Bord sein Sohn Rico. Ich saß damals auch bei Papa immer schon mit auf den Maschinen und fand das ganz gut. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, Führerschein gemacht. Und dann irgendwann wurde es halt immer mehr. Anfang des Jahres werden schon alle Termine gelegt, damit nichts irgendwie im Zeitraum der Maisernte fällt. Meine Lebensgefährtin kennt das nicht anders. Die hat mich eigentlich so kennengelernt und hat da eigentlich nichts gegen und findet das auch in Ordnung, dass der Kleine da schon mit rein wächst. Andere liegen 3 Wochen auf Mallorca am Strand, machen da Urlaub, legen die Füße hoch. Ja, und ich sitze halt 3 Wochen hier auf dem Häcksler und habe hier meinen Urlaub dann verbracht. Scheiße, ey. Alter, wie soll ich so einen Baumstumpf sehen? Das kannst du nicht sehen. Zurück bei Jan und Steffen. Maschinenstopp. Diesmal ist es ernst. Jan ist gegen eine Baumwurzel gefahren. Am Maisgebiss ist die rechte Außenspitze kaputt. Zum Glück ist Dirk schon vor Ort. Er will die Spitze gegen eine alte, gebrauchte tauschen. Ja, wir sind jetzt hier mit der Spitze ein bisschen an der Kante hier gekommen, weil die Maisreihen hier ziemlich dicht rangelegt sind. Und dann hat er das nicht richtig gesehen, weil er zur linken Seite geguckt hat. Und dann ist er hier quasi gegen die Baumwurzel hier, weil die ganz schön dicht hier an den Maisreihen dran steht. Sowas passiert mal und dann muss man eben schnell sehen, dass man das behoben kriegt und dann geht das weiter. Jetzt zeigt sich, ihre gute Vorbereitung zahlt sich aus. Bei uns ist der große Vorteil, wir haben ganz viel Sachen auf Lager liegen. Und dann konnten wir sofort von der Werkstatt aus das zusammensuchen, was wir brauchten. Und dann sind wir hergekommen, dass das weitergeht. Wenn eine Maschine mal ausfällt, dass wir die schnellstmöglich wieder zum Laufen kriegen. Das ist auch entscheidend. Nur 15 Minuten hat Dirk für den Austausch benötigt. Die Jungs hatten Glück. Hätte die Wurzel die Messer beschädigt, wäre die Reparatur zeitaufwendig und teuer. Um die 100.000 Euro kostet ein komplett neues Maisgebiss. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Es ist einfach so, wenn ich nach vorne gucke, habe ich eine Maiswand vor mir, da sehe ich nicht viel. So wie mit der Wurzel da gerade eben, wenn das komplett eingewachsen ist, was will man da machen? Also man kann ja auch nicht hell sehen, ne? Trotz kleiner Zwischenfälle, der erste Tag läuft gut. Geerntet wird heute bis in den späten Abend. Und ab morgen geht das dann immer so weiter. Also wir haben jeden Tag jetzt immer 1-2 Kunden.
Und dann gucken, was das Wetter macht, wie die Kunden drauf sind, wie die Maschinen durchhalten, wie die Jungs können. Und dann ist auch bis oben End teilweise. Wir müssen uns natürlich jetzt beeilen, dass wir den Kram fertig kriegen, weil die Pflanzen werden nicht besser. Ne? In Niedersachsen ist Mais die zweitstärkste Anbaufrucht. Er wird auf gut 600.000 Hektar angebaut. Gemüsemais zum Essen kommt bei uns allerdings kaum vor. Das meiste ist Silomais. Er wird als ganze Pflanze geerntet und in Silos konserviert. Die sogenannte Silage ist dann ein gutes Futter für Milchkühe und Rinder. Oder sie wird in einer Biogasanlage vergoren und erzeugt Strom und Wärme. Hi Christian! Alle Jahre wieder? Ja. Moin, nimm den Kaffee. 6 Uhr morgens. Christian ist heute in Schneverdingen in der Lüneburger Heide. 100 Kilometer entfernt von seiner Crew in Schwanewede. Wie jedes Jahr Außeneinsatz für 2 Großkunden. Einer von ihnen ist Landwirt Kurt Inselmann. Die beiden kennen sich schon lange. Ja, ist eine coole Truppe, mit denen macht das Spaß. Die hören nicht gleich auf, wenn es irgendwie zu nass wird. Die machen weiter. Das gefällt uns Bauern gut, wenn dann am Ende des Tages der Mais ab ist. Ne? Die 5 Hektar in Großenwede, das Nasse. Das wollen wir nicht morgen im Regen, das machen wir lieber heute. Das hätte ich gern vor Mittag noch fertig. Dass du hier dann rechts. Eins von Kurts Maisfeldern liegt in einer Senke und ist oft feucht. Für heute Abend ist Regen angesagt. Wo du letztes Jahr mal quer gehäckselt hast. Also irgendwann werden die Flächen halt unbefahrbar, ne? Wenn das zu saftig ist. Den Häcksler hat Christian aus Schwanewede mitgebracht. Etwa eine Woche lang ist er damit in der Lüneburger Heide im Einsatz. Oft bis spät in die Nacht. Nur 3 Tage hat Christian Zeit für 150 Hektar Mais. Damit der Häcksler nie stillsteht, setzt Landwirt Kort bis zu 7 Trecker ein. Die Fahrer, Familie, Freunde und Bekannte aus der Nachbarschaft. Abgeladen wird direkt neben dem Hof. Kort lagert das Häckselgut ein. Die sogenannte Silage wird später luftdicht verschlossen. Zugefügte Bakterien lassen den Mais gären. So wird er haltbar gemacht und dient als Futter für seine 200 Milchkühe. Wir wollen es möglichst kurz haben. Und die Körner sollen alle angeschlagen oder zermahlen sein, damit der Silierprozess optimal dann losgehen kann, wenn es denn abgedeckt ist, das Futter. Und dann fangen die Milchsäurebakterien an zu arbeiten und futtern den Haufen praktisch einmal komplett durch. Und dieser Prozess dauert so 6 Wochen. Und dann ist der Haufen durchsiliert und ist ein stabiles Futter. Kort nutzt den Mais doppelt. Er füttert damit seine Kühe und gibt das, was sie ausscheiden, in die eigene Biogasanlage. Die erzeugt Strom für etwa 200 Haushalte und genug Abwärme für den eigenen Hof und die Nachbarschaft. Christian unterwegs, auf dem feuchten Feld in der Senke. Noch ist kein Regen in Sicht. Doch dann Probleme mit dem Abfahrwagen von Alex. Scheiße, Stress. Festgefahren. Zu wenig Profil. Zu nass. Scheiße. Passiert. Ihnen ist das auch schon passiert, denen da auch. Das ist einfach so. Nichts geht mehr. Alex wartet auf ein Abschleppseil. Ein anderer Trecker soll ihn damit rausziehen. 6-11 wusste ich, dass ich eins brauche, auch gar nicht. Nico, du bei deinem Bolzen.
die Kraft reicht nicht aus. Das Problem ist, er kriegt seine Kraft nicht auf den Boden. Durch den Versuch hat sich der Trecker noch tiefer eingegraben. Ich bin immer bis zur Flugtiefe. Ja. Hab den wieder nur noch. Alex braucht ein Fahrzeug mit höherer Leistung. Christian soll helfen. Jetzt blockiert auch noch das rechte Hinterrad. Das Problem bei dem Wagen ist ja ganz einfach, da kriegt er keinen Druck auf seine eigene Achse. Der hat ja ein komplett eigenes Fahrwerk und wird nur gezogen. Christian kommt auch mit dem Häcksler nicht weiter. Alex holt Rat bei seinem Kollegen. Ach was. Häng den zweiten Wagen ab. Zweiten abhängen. Ja, gut, dann häng ich den zweiten ab. Gut, aus der Tür. Beide Anhänger sind voll beladen. Das ist zu viel Gewicht. Ein neuer Versuch. Diesmal klappt es. Dadurch, dass wir halt weniger Gewicht zu ziehen hatten, ne? Dann ging das einwandfrei. Jetzt müssen sie Zeit aufholen. Ja, das muss leer werden. Eine Dreiviertelstunde hat sie das Problem aufgehalten. Nur 5 Minuten später. Ein weiterer Trecker steckt fest. Es war mir schon klar, dass hier noch andere festfahren werden. Das ist hier nun mal so. Das passiert ja schon seit Jahren, das wird auch weiterhin so passieren. Das ist nun mal so. Ja, so ein bisschen schadenfroh ist man ja doch schon, ne? Dass die sich da auch festgefahren haben, ne? Dass man nicht der Einzige ist, dass man nicht hinterher Gesprächsthema Nummer 1 am Tisch ist. Zum Glück geht es diesmal schnell. So, alle näher am Tisch. Los, maximal. Mittagspause bei Korts Mutter Gisela. Den ganzen Vormittag hat sie in der Küche verbracht. Salat, Gemüse, Fleisch, alles aus eigenem Anbau. Ja, bei uns ist das immer so. Das gehört einfach dazu. Und ich hoffe immer, dass es allen gut schmeckt. Ja, wir schmecken das. Ja. Nee, wie immer. Und wir machen das auch immer total unkompliziert. Einfach die Töpfe auf den Tisch und nicht in Schüsseln oder so. Das muss einfach gehen. Wir haben gar nichts gemacht. Das kann man aber anders sagen. Maximal eine halbe Stunde für das Mittagessen. Mehr Zeit bleibt heute nicht. Dankeschön. Alle satt geworden, nun geht's weiter. 20 Hektar sind ab, 30 sollen noch heute weg. Und dann ist Feierabend. Dann geht's morgen früh weiter um 6. 2 Tage noch soll Christian in der Lüneburger Heide bleiben. Wenn alles gut und heile bleibt, dann Sonntagnacht wieder zurück Richtung Schweinewede. Denn dort warten schon seine Crew und noch viele weitere Kunden auf ihn.
Zurück in Schwanewede, Ende September. Seit 4 Wochen sind Christian, Dirk, Steffen und Jan für die Maisernte im Einsatz. Frühes Aufstehen, lange Schichten, Wochenendarbeit, ein Knochenjob. Ich war die ganze Nacht wieder aufgeregt, so muss man sagen. Was kann es Schöneres geben, als auf einen Sonntag hier so schön vernünftigen grünen Mais zu häckseln? Aber es nähert sich jetzt auch dem Ende. Ich weiß, irgendwie 200 Hektar circa noch und dann haben wir es auch. Es war wenig Ausfälle und lief eigentlich tadellos. Also ja, wir sind ja auch eigentlich schon fast fertig. Schichtwechsel auf dem Häcksler. Moin! Dirk übernimmt die Spätschicht von Jan. Alles gut. Schön. Aber rabbelt. 15 mm. Ja. Viel Spaß. Ja. Dirk gehört schon lange zur Crew. Häcksler fährt er aber erst seit 2 Jahren. Häcksler fahren ist schon wirklich, da träumen viele von. Ich habe da auch lange Zeit von geträumt. Ich musste auch lange warten, sag ich mal. Der Chef lässt nicht gleich jeden auf den Häcksler, was auch gut so ist. Das Ding ist einfach mega teuer. Wenn da was kaputt geht, das geht auch gleich immer ins Geld, richtig ins Geld. Deswegen, das muss man schon üben, sag ich mal, bis man das dann richtig drauf hat. Ich habe es geschafft, auf den Häcksler zu kommen. Und das finde ich gut, macht Spaß und ich gebe mir auch allergrößte Mühe, dass das immer gut klappt. Eine extra Fahrerlaubnis braucht Dirk zum Häckslerfahren übrigens nicht. Die Führerscheinklasse T für Traktoren reicht aus. Wir sind jetzt ziemlich durch mit der Mais-Saison. Wir haben jetzt noch einen Kunden, wo wir noch mal hin müssen. Und dann war es das dieses Jahr eigentlich schon. Jetzt werden dann 3 Wochen lang die Maschinen gewaschen, komplett auseinanderbauen und alle Ecken sauber machen, alles komplett auspusten, abwaschen. Dass in naher Zukunft einmal Ernteroboter oder Häcksler mit künstlicher Intelligenz die Jungs arbeitslos machen, glaubt keiner von ihnen. Selbstfahrer sind ja schon in Gang, ne? Also Krone und Lemken, die haben da so Selbstfahrer entwickelt, hier zum Drillen und Grubbern und sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erntemaschinen auch Selbstfahrer werden. Glaube ich nicht. Und wenn, dann mich beleidigt. Persönlich. Ja. Und daher werden auch im nächsten Jahr wieder alle mit dabei sein. Bis zur Rente und noch weiter. Das macht man sein Leben lang, da hört man nicht mehr auf. Wenn man tot umfällt, dann hört man auf. Ja, oder auf dem Trecker, keine Ahnung. Kannst uns als Leichen auch noch holen. Macht halt so lange bitter, nicht mehr Schock. Über 4 Wochen im Dauereinsatz. Das nächste Wochenende dürfen die Jungs endlich einmal ausschlafen, denn dann ist sie zu Ende, die Mais-Saison 2022.